Hallo zusammen zu einer weiteren Folge von Ghostwire. So, wir sind hier wieder dabei und letztes Mal haben wir ja diese Nebenmissionsdinger hier. Upsala, das war falsch natürlich, aber egal, oh, sieht auch cool aus. Ja, wir haben beim letzten Mal das Nebenmissionsding bekommen, dass wir jetzt wohl auch Nebenmissionen sehen können. So, in dem Fall habe ich mir jetzt natürlich gedacht, das machen wir doch direkt mal. Und zwar haben wir hier eine, da bin ich jetzt gerade davor, ist jetzt die zwei, wo ich letztes Mal bekommen habe. Die würde ich gerne mal machen hier, um zu gucken, was das hier ist für eine Mission. Vielleicht machen wir noch die dazu und dann schauen wir mal, was das Blaue hier ist. Das ist, glaube ich, die Hauptquest wieder. Aber erstmal würde ich die zwei gerne mal versuchen. Hoffe natürlich, ihr seid dabei. Und falls ihr noch nicht habt, gerne abonnieren. Ich habe nämlich keine Ahnung, wie man... Oh, das war schlecht. Falsche Taste, egal. Ich habe natürlich noch keine Ahnung davon, wie es hier weitergeht. Und vielleicht seid ihr dabei und könnt mir das dann erklären. Ups, da ist irgendwas, das mich anschaut. Okay. Sind Sie an diesen Ort gebunden? Ja, ich kann meine kleine Sashiki überraschen, doch nicht zurücklassen. Geister wie Sie bringen den Menschen, die sie finden, viel Glück und Reichtum. Mein Vermieter drängt mich schon ewig, sie hinzugeben. Er hat sie erfüllt, ganz sicher. Könntet ihr sie bitte suchen und zurückbringen? Na gut, auch wenn ich nicht an Glücksbringer glaube. Hey, jetzt sei nicht so. Dick, nimm diese hier mit. Reiskracker? Shiosune. Sashiki Warashi lieben sie. Leg die Shiosenbehe in die blaue Schale in der Nische. Und sie wird früher oder später auftauchen. Okay, Sashiki Warashi. Müssen wir jetzt in irgendeine Schale schmeißen. Da 90. 69 da lang. Aber wir haben da ja ein paar Gegner noch. Viele Gegner. Okay, rote Ätherkristall. Während du Shibui erkündest, stößt du gelegentlich auf leuchtende rote Ätherkristalle, die explodieren, wenn sie zerstört werden. Kannst du zu deinem Vorteil nutzen, um Besuchern im Explosionsradius Schaden zu fügen. Zudem setzen rote Ätherkristalle während Zerstörung roten Äther frei, der SK für Feuerweben wiederherstellt. Das ist interessant zu wissen, weil hätte man mal bevor ich das Ding zerstört haben können. Aber nö. Okay. Das war mal was Neues. Ach Mist, wo ist denn hier eine Telefonzelle? Gibt's hier eine Telefonzelle? Shit, da komme ich nicht durch. Wo ist die Telefonzelle, die nächste? Da, super. Mal irgendwie schnell hin, kann man das irgendwie sich einen Wegpunkt setzen, genau. Okay. Ein bisschen eng, ganz leicht. Das ist jetzt auch ein bisschen doof, dass ich jetzt hier muss. Okay. Da komme ich auch nicht weiter. Aber ich könnte auch.
Schleiche mich an halb zu. Oh yeah, nice one. Ach, da steht auch einer. Das ist eine Telefonzelle da drüben. Will ich doch auch hin. Mädels, komm zu Papa. Jetzt erstmal nochmal hier. Ich muss kurz anrufen. Auch mal geisterfrei. Das wird reichen. Ich krieg das 1070 und 4000. Es wird etwas dauern, aber Sie sollten in Ihre Körper zurückkehren können. Gute Arbeit, weiter so. War das eine Aufzeichnung? Ja, Ed kann nicht gut mit Leuten. Okay, wir haben schon bald 3000. Ich fühle mich jetzt noch stärker. Stufe 5. Okay. Läuft bei uns. So, wir waren bei... Ihr habt das auch gerade gehört, oder? Oder bin ich jetzt wieder ein bisschen neben der Rolle? Bild nicht verfügbar. Academy Arcade Event Flyer. Ein weiterer Ranglichtenturnier steht an. Yes, Turnier. 500 Yen. Nee, braucht man jetzt nicht. Unterwelt Grüntee. Okay. Oh, was ist das? Supersportwagenmodell, ein Maßstabgetreues Modell eines Supersportwagens. Warum kriege ich nicht den Supersportwagen, mit dem ich einfach abhauen kann? Hätte sich das alles erledigt und das Ding wäre gegessen, aber nö. Ah, Futter aus der Mikro. Bester Futter. Super. Ich krieg's nicht mehr aus. Also, geht von allein, okay. Wen ist die Tür zu? Ich verkacke einen hier. Oh. Aha, da steht einer. Was will es? Was will es? Zu glauben, wie sich die Lage, wenn Wasser zum Stillstand kommt, stauen sich darin starke Emotionen an. Das muss der Grund für die ganzen unheimlichen Geschehnisse sein. Diese aufgestauten Emotionen werden bald verderben und Besucher anziehen. Dann sollten wir uns das mal ansehen. Wir sollten nach Orten mit besonders viel Wasser suchen. Gut mitgedacht. Muss hier irgendwo sein. Zimmer, Klo.
viel Wasser. Kann ich nichts anschalten. Oh, guck mal, die haben ultramoderne Toiletten hier. Wäre es nur mit USB-Anschluss fürs Handyladen beim Kacken. So. Die überhaupt so viel Zeit? Ehrlich, die haben die geilsten Toiletten überhaupt. Okay. Ah, jetzt muss ich mal diese eine Quest hier wieder ab. Ah, jetzt habe ich das verstanden. Hallo, einen Wegpunkt wegmachen, der nervt nämlich. Okay. Sieh hier, ich denke mal, dass es das hier ist. Ja, okay, dann müssen wir dahin. Die Frage ist, kann man das auch machen? Oder werde ich da aufgehalten? Aber mal muss ich da hinkommen, wenn das schon angeht. Da ist ganz schön viel Nebel. Boah, ich habe gerade nur die Schatten gesehen. Verdammt. Das war heftig. Das sind Geister. Ich bin im Wassergebiet. Jetzt haben sie mich gesehen. Haben die mich echt gesehen, ey. Ich dachte, ich kann mich da hinter denen anschleichen, aber nö. Ein Schwimmbad. Okay, hier ist schon mal nicht. Auf jeden Fall mit viel Wasser soll es sein, deswegen, da gehen wir jetzt mal suchen, ob wir da was finden. Keine Ahnung, wie viel ich das sammeln muss, soll oder kann oder was auch immer. Hier ist auf jeden Fall Wasser. Ein Badehaus. Da gibt's definitiv Wasser. Sehen wir es uns an. Ja. Sind ein paar Krähen drin. An, drumherum. Da ist ein Typ. Sah aus wie wenn er ein Typ ist. Oh oh. Das ist ja geil. Dass man so alles findet, wenn man hier einfach mal so hinten. Das finde ich ja geil gemacht. Ihr habt an jeder Ecke und Ende so eine kleine Überraschung versteckt. So, hallo. Im da bekomme ich richtig Lust auf den Milchkaffee, den es hier immer gibt. Hier wirst du keinen kriegen. Warum nicht? Hallo? Eine aufmachen? Ich bin da. Das ist ganz schön heiß hier, oder was? Oh, Chips! Yakuza-Cracker. Alles klar. Wir arbeiten mit der Yakuza. Sowas habe ich noch nie von innen gesehen.
Da sind wir schon zwei. Dann. Ziemlich übel. Die Verderbnis ist so stark, dass sie den Raum krümmt. Das finde ich geil. Es hat so ein bisschen was von, Was ist das? Kommt das auch von der Verderbnis? Bock auf eine Schlägerei? Denn noch? Dann sind wir hier wohl durch. Oder auch nicht. Uiuiuiui. Wer hat sich so einen Scheiß ausgedacht, ey? Gut. Das wäre geschafft. Das sollte die Verderbnis im Zaum halten. Okay. Ich frage mich, ob es wieder aufmacht, sobald sich alles beruhigt hat. Keine Ahnung. Ein Fluss hört nie auf zu fließen. Aber das Wasser ist nie dasselbe. Leben bedeutet Veränderung. Nichts bleibt gleich. Mädchentoilette, gucken wir mal, ob jemand da ist. Das ist jetzt ein bisschen diskriminierend, ne? Auf dem Mädchenklo der Staubsauger. Auch wenn ich das mal so sage, aber ist so, ne? Geschäftsbuch des Badehauses. Juli 2% weniger Einnahmen als im Vormonat. August 3% weniger Einnahmen als im Vormonat. Die haben schlechte Zahlen geschrieben. Der schlechte Zustand der Anlage wirkt sich negativ auf den Kundenaufkommen aus. Nur wegen dringend erforderlich hier. Würde ich auch sagen. Sieht ein bisschen kaputt hier aus. So, jetzt haben wir auch diese Quest hier erledigt. Die Nebenquest war jetzt schon, hat schon ein bisschen was gehabt, ne? Finde ich war jetzt ganz gut so. Aber dementsprechend würde ich auch sagen, machen wir jetzt mal Schluss. Ich danke euch mal, dass ihr dabei wart. Und würde sagen, beim nächsten Mal sehen wir mal, wie es weitergeht. Danke euch fürs Zuschauen. Bis bald.